Warte, ich hab Angst. Ach. Wir kommen da schon wieder raus. Wir müssen nur den Schlüssel suchen. Aber was ist denn eigentlich mit den Blutflecken? Ach, dafür gibt's bestimmt eine Erklärung. Steht denn eigentlich noch was im Buch drin? Das hat sich doch von selbst umgeblättert, oder? Ja. Da steht was. Ich habe ihr Herz gestohlen, weil ich es nicht ertragen konnte, dass sie jemand anderen liebte. Das klingt ja richtig gruselig. Jetzt aber wirklich. Naja, schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Schlüssel finden, damit wir endlich wieder rauskommen. Schaut mal, ist das ein Tunnel? Ja, da ist was. Traut ihr da euch? Naja, traut ihr euch da rein? Das sieht schon ziemlich gruselig aus. Wir müssen da rein. Müssen wir da wirklich? Da kam gerade ein eisiger Windstoß. Ach, du hast mal wieder geträumt. Nein, ich habe auch irgendwas gespürt. Sollten wir da wirklich reingehen? Da ist ja richtig kühl drin. Mir ist schon wieder ein eisiger Windstoß entgegengekommen. Das ist schon ziemlich creepy. Guck mal da! Ist das ein Ouija-Board? Sieht so aus. Waren da schon welche vor uns da? Bestimmt. Sollen wir es mal ausprobieren? Ihr wollt es wirklich machen? Komm. Wir müssen doch fragen, ob da wirklich ein Geist hier ist. Also, fangen wir an. Ich habe ein bisschen Angst. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie das geht, aber. Hallo? Graf oder Geist? Was du auch bist. Kannst du uns hören? Mein Gott, es bewegt sich. Ja. Warum ist jetzt plötzlich das Licht ausgegangen? Keine Ahnung. Was ist los, Sina? Hilfe!
Ist was passiert? Irgendwas würgt mich. Sina! Das sind doch Schritte zu hören. Ich hör's. Hey! Tommy, ist alles in Ordnung? Hey! Wo bin ich hier? Warum liege ich hier auf den kalten Boden? Wieso? Wieso habe ich hier eine Wunde? Ich habe Schmerzen. Ich kann nicht mehr. Tommy? Freddy? Wo seid ihr? Antwortet mir! Tommy? Freddy? Entschuldigung. Ich hatte mich nicht vorgestellt. Ich bin Raban. Bist du das auf dem Bild? Das war mein Großvater. Willst du dich denn nicht zeigen? Willst du das wirklich? Was ist denn passiert? Das Feuer brennt noch. Haben wir geschlafen? Das frage ich mich gerade auch. Ich habe von der Villa geträumt. Echt? Ich auch. Wahnsinn. Oh je. Ich bin Raban begegnet. Du auch? Ja. Er hat mir das Herz rausgerissen. Oh je. Es hat sich so echt angefühlt, so richtig schmerzhaft.
Also, wenn wir alle drei das Gleiche geträumt haben, ist es dann wirklich passiert? Ich weiß es nicht. Hey, ich glaube, wir sollten wirklich mal hingehen. Spinnst du? Ich glaube, das war alles nur ein Traum. Okay, aber wir bleiben sehr, sehr dicht zusammen. Klar. Da ist das Haus. Ja, da ist es. Ist aber genauso dunkel. Das stimmt. Komm. Warte. Gleich kriegen wir es auf. Du willst doch nicht wirklich reingehen. Hey, ihr Gönn! Was macht ihr an meinem Haus? Versucht ihr einzubrechen? Oh. Entschuldigung, nein, wir wollten nicht einbrechen. Tut uns leid. Wir haben uns nur, verlaufen. Macht, dass ihr verschwindet. Das ist mein Zuhause. Hier ist es... Bitte? Hier wohnt jemand? Das ist mein Zuhause. Ich habe es letzten Monat gekauft. Verschwindet von meinem Grundstück. Was wollen Sie mit dem Spachtel? Dir den Arsch versohlen, wenn du nicht sofort von meinem Grundstück runtergehst. Ihr alle drei. Tut uns wirklich leid. Ja, Entschuldigung. Wahnsinn, dann haben wir bloß wirklich alles erträumt. Es gibt also keine Geister. Nein. Und auch keine gruselige Villa. Aber ich bin froh drum. So ein Erlebnis will ich nicht erleben. Ich auch nicht. Ja. Dann war's das wohl mit den Sommerferien. Ja, das stimmt. Ich hatte gedacht, wir hätten vielleicht was Besseres zu erzählen. Dass wir gestorben sind? Naja, ich hätte eher auf ein Abenteuer gehofft. Aber, naja. War trotzdem einen schönen Urlaub mit euch, Jungs. Ja, fand ich auch. Wen soll ich als nächstes das Herz rausreißen? Wer, es kommt jemand wieder zu nah an meiner Villa.